Endlich geht's wieder los. Am Freitag rollt der Ball wieder auf Bibershöhen und da freuen wir uns natürlich richtig. Rot-Weiß Koblenz, das wird unser Gegner sein. Und ja, ich freue mich, dass wir heute den Präsidenten hier bei uns haben, Joachim Wagner, und auch den Vizepräsidenten Peter Roth. Hallo. Hallo. Ja, bevor wir aber nach vorne schauen, denke ich, macht es Sinn, auch mal einen Schritt zurückzugehen, um sich einfach mal zu vergegenwärtigen, was denn eigentlich alles so passiert ist, gerade auch in der letzten Zeit. Und da könnte ich mir vorstellen, als die beiden sich damals zur Wahl gestellt haben, da war ja überhaupt noch nichts von Corona zu sehen, zu hören. Und dann hat man ja schon eine Idee, da hat man eine Planung, da hat man ein Konstrukt, mit dem man da reingeht. Und dann kommt Corona und macht alles anders, nicht nur weltweit, sondern auch der OFC ist heftig in Mitleidenschaft gezogen worden. Also das heißt, die Einnahmeerlöse sind durch Lockdowns, Zuschauerreduzierung und so weiter natürlich erheblich minimiert worden. Nichtsdestotrotz wurden aber in schier unermüdlichen Einsatz sozusagen und Riesenaufwand die Weichen für die Zukunft gestellt. Das heißt, Thomas Sobotzik wurde installiert als Geschäftsführer. Die sportliche Leitung wurde komplett neu ausgerichtet mit Sreto Ristić. Marian kam mit dazu. Und die beiden haben sich, oder überhaupt das Trainerteam, die ganze sportliche Leitung hat sich als enorm erfolgreich erwiesen und sie hat vorzeitig verlängert. Das muss man auch mal sehen. Das ist eine tolle Sache und das steht natürlich absolut für Kontinuität. Ja, und da ist natürlich auch so, dass nicht nur im Umfeld ein bisschen die Euphorie aufgekommen ist, sondern auch die Partner und Sponsoren, die galt es ja auch mitzunehmen, mit zu mobilisieren. Ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Da gab es ja neulich auch eine größere Sponsorenveranstaltung. Ja, und im Rahmen dieser Sponsorenveranstaltung ist es, denke ich, auch mit möglich gemacht worden, dass wir uns nochmal richtig zielgerichtet verstärken können mit Philipp Rosiner und Paul Milde. Das sind zwei richtige hochkarätige Neuzugänge dazugekommen. Und damit es stehen die Chancen eigentlich nochmal besser, die hohen Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Herr Wagner, die Mannschaft steht also richtig gut da und hat alle Möglichkeiten im sportlichen Bereich. Das haben wir auch jetzt gesehen in der Vorbereitungsphase. Wir haben die ganzen Schwierigkeiten jetzt eben ja auch nochmal ganz bewusst so auch aufgezählt. Wie war denn das möglich, dass wir jetzt so gut dastehen können, das Ganze trotz dieser ganzen strukturellen Widrigkeiten oder die Corona-Pandemie hat ja alles durcheinander gebracht? Ja, das ist schon eine relativ lange Zeit, das ist richtig, Herr Kistner. Was Sie gesagt haben, kann ich alles unterschreiben. Das war oder ist sicherlich kein Selbstläufer. Und man muss natürlich ganz klar sagen, wir sind da auch noch ständig in einem Prozess. Das heißt, wir sind ja noch lange nicht da, auch wirtschaftlich, wo wir letztendlich sein wollen. Ich vergleiche es immer so mit einem kleinen Kind, dem man das Schwimmen beibringt. Das geht oft ins Wasser und man lässt dann alleine schwimmen und es klappt doch noch nicht. Es braucht trotzdem noch die Schwimmflügel. So ist es auch mit einem Fußballverein, zumindest in der Regionalliga. Ob das jemals gelingen würde in der Regionalliga, dass der Verein eigenständig existieren kann, zumindest mit unserem Anspruch, ist mehr als fraglich. Deswegen ist natürlich für uns das Ziel ganz klar vorgegeben, dass wir aus dieser Regionalliga raus wollen, raus müssen, rausgehen sollten. Und das war das, was wir als Präsidium mit unserer Wahl damals ja auch im Grunde kommuniziert haben, dass wir dieses Thema angehen wollen. Und daran haben wir gearbeitet und arbeiten wir. Jetzt haben, wie Sie es richtig sagen, natürlich viele Dinge uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das erste Jahr hatten wir schon dann im Grunde Corona. Dann hatten wir die Planung für die jetzt laufende Saison gemacht. Hatten da eigentlich ein für uns optimistisches Szenario angesetzt. Wir hatten nicht erwartet, dass es eine neue Variante gibt, die dann auf einmal zu diesen Zahlen und zu diesen Auswirkungen dann auch uns gebracht hat. Von daher haben wir natürlich hier und da in unserer Planung auch daneben gelegen. Das ist ganz klar. Wir haben mit 1000 Zuschauern im Schnitt mehr geplant, unter anderem. Wir hatten weniger Kosten geplant, weil wir nicht erwartet haben, dass wir so viele Ordner für die Person abstellen müssen. Das alles, was uns ja aufgelegt wird, muss ja auch verantwortungsvoll überwacht werden. Wir haben ja da weniger Einnahmen, aber mehr Kosten. So ist es ja, aber wir müssen ja unserer Verantwortung auch gerecht werden, wenn Leute hierher kommen, Personen, Menschen. Wir wollen da ja nicht fahrlässig mit umgehen. Wir wollen das Bestmögliche machen und alle Regeln, die uns aufgestellt werden, wollen wir natürlich auch einhalten. Und das bedarf einfach einer unwahrscheinlichen Manpower, die dann am Ende auch Geld kostet.
Nichtsdestotrotz ist es uns vernünftig gelungen, den Verein auch jetzt noch gut dastehen zu lassen. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir haben jetzt mit dem Start der Saison, das ist ja nicht die Rückrunde, die ist ja schon begonnen, aber mit den letzten 15 Spielen, haben wir sportlich sicherlich die größte Chance seit vielen, vielen Jahren. Wir sind auf Augenhöhe mit ein paar anderen Mannschaften. Mhm. Und ich sage immer so schön, die Tür steht auf. Wir stehen mit einigen im Türrahmen und wir haben eine Chance, jetzt Ziele zu erreichen. Was uns bewogen hat, das Risiko zu erhöhen, aber in der Weise, dass wir jetzt nicht Kamikaze gehen wollen oder diese alles auf eine Karte setzen wollen, das wollen wir ganz sicher nicht. Aber wir haben uns dazu entschieden, das Risiko zu erhöhen und uns mit zwei wirklich sehr, sehr guten Spielern zu verstärken. Das ist auch gelungen. Das war gar nicht so einfach, denn da gab es auch noch Mitbewerber aus anderen Klassen. Und glauben Sie mir, da ging es nicht nur darum, dass wir jetzt das meiste Geld bezahlt hätten, mhm. sondern wir haben sehr glaubhaft auch unsere Vision verkaufen können, was wir erreichen wollen und haben unser Projekt auch zeigen können. Und deswegen gerade bei Philipp Hosiner war es sehr wichtig, ihm auch eine Zukunft aufzuweisen, die nicht vierte Liga sein sollte, möglichstenfalls. Und ich glaube, das war auch der Fakt, warum er dann zu uns gekommen ist. Und glücklicherweise haben einige Sponsoren sich bereit erklärt, einen Beitrag für diese Verpflichtung dann auch zu erbringen. Und oftmals tut man was Gutes und tut es auch doppelseitig. Dann ist ja noch als weiteres Produkt abgefallen, dass wir Dauerkarten an Schulen geben konnten. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Projekt, auch für die Stadt Offenbach, dass wir auch junge Zuschauer wieder ins Stadion bringen können dadurch. Und ich glaube, das war wirklich eine ganz, ganz gelungene Sache. Und da kann ich mich nur bei jedem Einzelnen bedanken, der da auch einen Beitrag dazu gebracht hat. Und das waren einige. Und das war auch für uns im Grunde nochmal ein Feedback, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir diese Unterstützung bekommen haben. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen über diese Sponsorenveranstaltung sprechen, von der die Rede war. Aber es gibt ja auch die strategischen Partner und die sind ja auch ja, ganz, ganz maßgeblich in dieser schwierigen Situation gewesen. Ja, das ist richtig, aber das hatte ich ja auch schon sehr, sehr oft erwähnt. Das sind die Gesellschafter, die wir auch strategische Partner nennen, weil so sehe ich es auch oder so sehen wir es auch. Und die haben natürlich schon von Anfang an diese Saison massiv unterstützt und dadurch im Grunde auch erst das ermöglicht, dass wir diesen Kader, den wir jetzt haben, auch finanzieren können. Ganz klar, zu der Sponsorenveranstaltung möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil wir gesagt haben, dass das alles in diesem Kreise auch bleibt. Das Ziel dieser Veranstaltung war, und das wird auch noch weitergehen, wir wollen einfach die Verantwortung und die Last auf noch mehr Schultern verteilen. Mhm. Es gibt sehr viele tolle Unternehmer in Offenbach oder auch im Umland, die eine sehr große Sympathie für diesen Verein haben, die auch honorieren, dass mittlerweile wirklich eine vernünftige Arbeit geleistet wird. Und wir wollen jetzt diesen Kreis noch vergrößern. Und das ist sehr gut gelungen, das ist sehr gut angenommen worden. Und uns hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Veranstaltung. Und die werden wir noch erweitern und werden einfach versuchen, da auch Personen näher heranzubringen. Denn ich glaube, wir müssen auf der einen Seite unsere jungen Zuschauer ins Stadion zurückholen oder überhaupt erstmal ins Stadion bringen. Und dann auch den Verein ganz, ganz breit aufstellen. Je breiter ein Verein aufgestellt ist, desto sinnvoller ist es. Und das war ein erster Schritt dahin. Aus unserer Sicht haben wir diesen Schritt nicht vorher tun können oder gehen können, denn man muss erstmal in Vorleistung gehen. Das haben wir jetzt getan als Präsidium, als strategische Partner, um auch denjenigen zu zeigen, dass das, was hier in den Verein investiert mhm. wird, auch wirklich ankommt, 1:1 ankommt und nicht genutzt wird, um irgendwelche Löcher zu stopfen. Die Zeiten des Löcherstopfens sind zum Glück vorbei und jetzt kann man auch wirklich seriös und vernünftig Leuten etwas anbieten und auch mit gutem Gewissen sagen, dass das 1:1 auch dahin kommt, wo wir es auch kommunizieren. Mhm. Peter Roth, du bist ja auch schon ewig dabei, wir kennen uns schon 100 Jahre gefühlt. Man hat das Gefühl, jetzt wurde auf allen Seiten alles getan. Jetzt haben wir so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, von eurer Wahl an bis zum heutigen Tag eigentlich. Was glaubst du, was sind jetzt so die Erfolgsgaranten, was muss jetzt noch passieren, damit wir unser großes Ziel erreichen können? Ja, Lars, vielleicht auch noch mal kurz zur Vergangenheit. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wie du schon gesagt hast, ich habe das jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sehr nah verfolgen können, als Sponsor auch schon mal in Verantwortung. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir
nun wirklich in schwierigen Zeiten, wir haben auch wieder, wie wir angetreten sind, ja, große Probleme vorgefunden. Das war uns auch bewusst, dass das auf uns zukommt. Aber dann eben mit Corona, mit dieser Pandemie natürlich Parameter vorgefunden, die wir uns von Anfang an nicht vorgestellt haben. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war erstens mal, dass wir auch in unserem Außenauftritt, das haben wir uns natürlich von vornherein auch so erhofft, ein bisschen anders vorgehen wollten als in der Vergangenheit. Ich meine, wir standen immer für, nicht immer, aber oft für Skandale, für Unruhe. Du kennst das alles auch. Die Zeitung hat sich dann, wenn es mal die Bild war, haben sich dann draufgestürzt, wenn wieder was war. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es gelungen ist, auch diesem ganzen Präsidium und auch den Gremien einfach mal Ruhe reinzubringen, eine gewisse Seriosität auszustrahlen. Und das bekommen wir gespiegelt, ich glaube, in den letzten Monaten immer wieder, dass man gerne wieder mit uns an einen Tisch geht und dass da Vertrauen zurückgewonnen wurde. Bei Partnern, bei großen Partnern, bei Sponsoren und in der Außenkommunikation man sich wirklich daran hält, dass es 2, 3 Leute gibt, die nach außen kommunizieren, federführend, was den sportlichen Bereich geht, natürlich der Geschäftsführer Sport mit Thomas Sobotzik und alle anderen Themen wurden von unserem Präsident, glaube ich, sehr gut abgearbeitet und da gab es keine Zwischengeräusche und es war eine klare Absprache, die haben wir eingehalten und ich glaube, das ist gut gelungen. Und vielleicht jetzt nochmal, um ein bisschen den Bogen jetzt für die Zukunft zu spannen, klar, wir haben ein anderes Fundament geschaffen, als wir das in den Jahren zuvor hatten. Aber ich glaube auch gerade, dass im Sportlichen, wir sind sehr nah dran natürlich, wir haben die Spiele alle gesehen und wir alle sind davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, was Besonderes und was Gutes zu erreichen. Da haben wir auch wirklich hart dran gearbeitet, alle zusammen. Und der nächste Schritt ist jetzt einfach, und da war es ja wirklich sehr positiv, dass jetzt quasi wie mit einer Punktlandung es jetzt neue Verordnungen gibt, sowohl bundesweit als aber auch vom Land Hessen. Und dass es das uns jetzt ermöglicht, wieder Zuschauer, richtig Zuschauer ins Stadion zu bringen. Und Lars, ich habe so viele Spiele hier in Offenbach erlebt, noch Bundesligaspiele gegen unseren lieben Nachbarn, wo gerade das Publikum, ich erinnere mich an das letzte 2:1, wo wir das letzte Heimspiel, Kurzob und, 89 Symbol. Wo wir uns auch im Spiel schon schwer getan haben, aber wo einfach die Zuschauer, die Atmosphäre so viel ausgemacht haben. Andere Spiele, ob das jetzt Fortuna Köln war mit ganz, ich glaube, der letzten Minute, mit Binz, glaube ich, damals das 4:3. Ja. Ich habe unzählige Spiele hier erlebt, wo einfach diese Zuschauer, diese Wucht, die hier, sagen wir mal, sich entwickeln kann, einfach so Spiele auch noch umgebogen hat. Und du hast gefragt, was kann man noch tun? So einen sportlichen Erfolg, ne? Oder Erfolg generell ist oft, wenn man die Grundlagen geschaffen hat, die Summe von vielen Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten, diese 2, 3, 4% unsere Fans, unsere Zuschauer, jetzt bei den Heimspielen oder vielleicht auch auswärts, weil das sollte ja eigentlich auch möglich sein, so wie ich jetzt die Verordnung gelesen habe, dass man zum Beispiel, ich glaube, das nächste Spiel ist Hoffenheim, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir da eben auch mit einer ordentlichen Anzahl einschlagen können, das kann es nachher ausmachen. Und das ist halt meine große Hoffnung, dass die Vorlagen, die wir jetzt geliefert haben, dazu führen, dass wir auch wieder mehr Leute ins Stadion bekommen, dass die Fans, unsere Fans spüren, da kann was passieren dieses Jahr und das kann bekanntlich Berge versetzen. Und das ist halt meine große Hoffnung, dass es auch so kommt. Ja, Peter, du hast das richtig angesprochen. Seriosität, Kontinuität und jetzt die Fans, ganz klar, das ist so ein Ding. Ich will nochmal auf Seriosität und Kontinuität zu sprechen kommen. Es war ja auch schon mal, Herr Wagner, ein bisschen brenzlig in Ihrer Situation. Nicht nur finanziell, auch sportlich lief es, naja, ich sag mal, nicht so, wie es manche Fans vielleicht zu diesem Zeitpunkt sich sehr erwünscht haben. Und dann wurde es ein bisschen unruhig, aber da hat man die Ruhe bewahrt und ich glaube, es hat sich auch ausgezahlt. Ja, das sehe ich auch so und wir haben von Anfang an gesagt, dass uns gerade der Faktor Kontinuität sehr, sehr wichtig ist. Und Kontinuität vor allen Dingen in den Führungsbereichen, das heißt auf der Geschäftsführerposition und auch auf der Trainerposition. Es war natürlich schwierig, das vor der Personalie Ristić zu sagen, denn wir hatten ja schon einen gewissen Verschleiß an Personen. Aber um Kontinuität leben zu können, braucht man auch die richtigen Leute und auch die Überzeugung. Und wir waren dann, muss ich sagen, schon aus zweierlei Gründen nach dem Schott-Mainz-Spiel überrascht. Einmal waren wir überrascht, dass die Ergebnisse so zustande kamen, denn
Wie es Herr Roth schon sagte, wir haben eine sehr, sehr hohe Meinung von unserer Mannschaft. Wir sind sehr überzeugt, auch zu diesem Zeitpunkt gewesen, von unserer Mannschaft und auch von dem Team neben der Mannschaft. Und wir waren auch relativ erschrocken über die Ergebnisse, über die zwei Niederlagen. Und waren dann aber noch zweimal viel, gegen Mainz. Ne? Zweimal gegen Mainz, ja, die Mainzer Wochen. Aber noch viel mehr waren wir überrascht über die unwahrscheinliche Reaktion, die dann im Grunde auch im Stadion zu spüren war. Wir bekommen das ja natürlich auch mit. Und diese brutale Unzufriedenheit, die sich dann wieder mal gelöst hat in Offenbach. Und das war in dieser Vehemenz, habe ich das persönlich nicht erwartet. Ich dachte, dass das Trainerteam einen gewissen Kredit sich schon erarbeitet hat, weil sie waren ja jetzt nicht erst seit gestern da. Und wir haben uns dann nach den zwei Mainz-Spielen haben wir uns im engsten Kreis zusammengesetzt und haben im Grunde mal darüber gesprochen, wie wir das alle sehen, weil es ist ja wichtig, dass man auch gemeinsame Entscheidungen trifft und auch gemeinsam andere Meinungen mal anhört. Denn was ich denke, muss ja nicht zwangsläufig ein anderer auch so sehen. Aber wir waren eigentlich alle einer Meinung, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Vielleicht die stärkste seit vielen, vielen Jahren. Und dass wir auch einen Trainer haben, dem wir es absolut zugetraut haben, diese Probleme, die wir in den ersten Spielen mitunter hatten, auch in den Griff zu bekommen. Und dann haben wir das gemacht, was sehr untypisch ist für Offenbach, vermutlich. Wir haben absolute Ruhe bewahrt. Wir haben für uns eine Entscheidung getroffen, haben auch für uns entschieden, dass wir diese Entscheidung in keiner Zeitung oder in keinem Interview mündlich übergeben werden, sondern wir haben einfach ein Statement von mir rausgeschickt, in dem wir gesagt haben, nein, wir stehen zu dem Trainerteam und wir werden daran nicht rütteln. Und wir vertrauen in die Fähigkeiten von unserem Trainerteam, diese Probleme zu lösen. Und ich glaube, das war im Nachhinein auch genau richtig, denn auch wenn man dann mit einer Zeitung ein Interview gibt, es ist immer schwierig, weil man sagt dort etwas aus dem Zusammenhang und dann wird einem das doch irgendwo anders ausgelegt. Deswegen denke ich, war das die richtige Entscheidung, dort Ruhe zu bewahren. Und für uns, es gibt viele Vorbilder an Vereinen, die das machen. Freiburg zum Beispiel ist ein glänzendes Vorbild, die einfach mit Ruhe auch viel, viel Erfolg erzielt haben. Und das war uns wichtig. Und wir waren natürlich umso glücklicher, dass dann die Ergebnisse auch kamen und wir dann doch nach Schott Mainz aus meiner Sicht nicht nur Ergebnisse erzielt haben, sondern auch wirklich hervorragenden Fußball gespielt haben. Und aus meiner Sicht haben wir, wenn man mal den Zeitpunkt nach Schott Mainz sieht, gab es kein Spiel, in dem wir, auch wenn wir Spiele verloren haben, in dem wir unterlegen waren. Wir haben teilweise unglücklich verloren, Groß Asbach oder auch jetzt in Ulm. Das wird auch morgen wieder passieren können, da gibt es keine Garantie dafür. Aber ich glaube, was kann man einem Trainer oder einer Mannschaft für einen Vorwurf machen, wenn wie jetzt in Ulm in der 95. Minute ein klares Tor nicht gegeben wird. Und Videobeweis gibt es nicht, da will ich jetzt auch nicht auf den Schiedsrichtern rumhacken, das wäre jetzt auch nicht fair. Ich glaube daran, dass sich sowas ausgleicht, aber wie gesagt, man kann dann keinem einen Vorwurf machen. Das ist halt einfach Schicksal und das passiert. Und wir müssen einfach hoffen, dass das jetzt in den folgenden 15 Spielen nicht nur öfter passiert, dass wir dann halt auch Pech haben in Entscheidungen oder in anderen Dingen. Aber an sich sind wir sehr überzeugt von der Struktur und auch von der Aufstellung, die wir hatten und die wir jetzt haben. Und deswegen war es uns auch wichtig, jetzt vor dem Start in die restlichen Spiele, da Klarheit zu schaffen, dass da gar keine Diskussionen aufkamen. Deshalb haben wir die Verträge mit dem Trainer und dem Co-Trainer und auch mit unserem Geschäftsführer verlängert. Das war auch keine große Problematik, sondern alle wollten das, auch das Trainerteam wollte das, auch Thomas Sobotzik wollte verlängern, weil wir alle an unser Projekt glauben und an die Möglichkeit, die wir heute haben, glauben. Und jetzt kann man komplett den Fokus auf das Wesentliche richten und das ist am Freitag das Spiel gegen Koblenz und dann die folgenden Spiele. Auf jeden Fall und das wird ein Flutlichtspiel werden, also so wie es der Kickers-Fan richtig liebt. Und ich habe so den Eindruck, draußen ist schon eine Euphorie. Also wir haben jetzt das letzte Testspiel gehabt in Seligenstadt, 800 Leute bei Eiseskälte im Winter unter 2G-Bedingungen. Das ist unglaublich. Also und ja, ich denke, jetzt sollten wir auch wieder richtig viele Zuschauer im Stadion haben. Die Leute sind heiß. Ich war selbst bei dem Testspiel, ja, waren unheimlich viele Leute da. Es war auch toll, es war auch eine ganz, ganz tolle Stimmung überall und eine große Euphorie ist da.
Aber da muss man natürlich sagen, ich habe auch eine Euphorie, ich habe auch eine große Vorfreude, aber wir sollten trotz alledem demütig und geduldig sein und wir werden Rückschläge bekommen und ich glaube, da wird es dann ganz entscheidend sein, wie wir mit diesen Rückschlägen umgehen. Zu viel Druck bringt nichts. Wir sollten, das machen das Trainerteam sehr gut, die sprechen von Spiel zu Spiel und das sollten wir alle auch tun. Und wir haben jetzt 15 Stolpersteine vor uns und die müssen wir jetzt Stück für Stück angehen und das Bestmögliche daraus holen. Aber ganz klar, am Freitag, und das passt ja genau dazu, am Freitag ist unser nächstes Spiel. Wir haben alle eine riesen Vorfreude darauf. Ich habe gerade nochmal neueste Informationen bekommen. Es ist tatsächlich so, wir können vor 10.000 Zuschauern spielen. Na, Wahnsinn, super. Und das ist, finde ich, klasse. Das war vorher schon klar, wir werden Freitagabend unter Flutlicht spielen. Auch das ist klasse. Es ist angerichtet. Es ist angerichtet und wir werden auch, wenn mich nicht alles täuscht, wir werden auch Stehplätze zulassen können. Das werden wir Ah, jetzt super. relativ schnell noch dann auch auf die Homepage stellen können. Jetzt ist heute Montag. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, aber Dienstag, Mittwoch gehe ich fest davon aus, dass wir dann auch die Spielregeln oder auch im Grunde die Hygieneregeln, die wir einzuhalten haben, kommunizieren können. Es wird aus meiner Sicht, Stand heute, wird es eine Maskenpflicht geben, auch auf den Sitz und auf den Stehrängen. Das ist halt, das ist halt leider Muss man heute halt mal in so, Kauf nehmen jetzt, genau, ne? aber ich glaube, den Preis können wir zahlen. Es wird vermutlich auch ein Alkoholverbot geben. Auch das ist etwas, was natürlich dem einen oder anderen nicht gefällt, aber auch diesen Preis werden wir zahlen müssen. Das ist so. Aber dafür kriegen wir halt die 10.000, dafür kriegen wir die Stehplätze und dafür kriegen wir alle Feeling Biberer Berg. Ich glaube, das ist etwas, also ich freue mich wahnsinnig drauf, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt so gekommen ist. Ich hatte es erhofft und freue mich, dass es jetzt eingetreten ist. Und Herr Roth ist der emotionalere von uns beiden. Er wird jetzt hoffentlich noch einen brennenden Appell an euch alle geben. Und ich freue mich total drauf, unter Flutlicht am Freitag ein Spiel zu sehen. Ich bin total gespannt auf unsere jetzt nochmal optimierte Mannschaft. Und die Jungs sind es wert, das, was sie anfeuern. Und würde dann ganz gerne an Peter Roth Ja, übergeben. Peter, was wünschst du dir neben drei Punkten? Erzähl's uns für Freitagabend. Ja, ich habe es ja vorhin schon im Eingang mal gesagt, was ich hier alles erlebt habe und was hier auch alles möglich ist. Ich wünsche mir einfach, dass diese 15 Spiele, die jetzt kommen, dass jedes einzelne Spiel ein Fest wird und dass wir einfach wieder mal zeigen, zu was wir fähig sind. Wir können mit unseren Fans im Rücken Berge versetzen und das muss am Freitag und das soll am Freitag anfangen. Und ich bin früher, ich habe Spiele hier erlebt, ganz früher in der Regionalliga. Da bin ich eine Stunde vorher hergekommen. Da war mir eigentlich der Gegner egal, sondern mir ging es nur um die Atmosphäre. Und das möchte ich hier wieder erleben. Und ich glaube, wenn da alle mitziehen und wenn da alle an einem Strang ziehen, dann können wir dieses Jahr Großes erreichen. Und damit fangen wir am Freitag an. Das wäre schön. Das ist doch ein richtig tolles Schlusswort. Berge versetzen, vielleicht sogar den Biberer Berg versetzen in andere Sphären. Das wäre unser Ziel. Das wäre eine tolle Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank, Joachim Wagner. Herzlichen Dank, Peter Roth. Gerne.